Du überlegst dich selbstständig machen, entweder als Angestellter oder schon in der Arbeitslosigkeit, hast aber noch viele offene Fragen, dann ist die gute Nachricht, dass es einen Beratungsgutschein für Gründungs- und Vorgründungsberatung gibt. Allerdings zeigen unsere fast 20-jährigen Erfahrungen, dass die allen Ämter und Agenturen kooperativ arbeiten und gerne diesen Gutschein für Beratungshilfe herausgeben und andere eben nicht. Und ich zeige dir in diesem Video, woran es liegen kann, nämlich auch an deiner Art der Antragstellung und an deinem Wissen im Umgang mit diesem Gesetz. Schauen wir uns nun die Grundlage an für die Antragstellung eines Beratungsgutscheins. Und zwar findest du den Paragraphen im Sozialgesetzbuch Nummer 3, in Paragraph 45, Absatz 1, Nummer 1, Punkt Nummer 4. Dort ist geregelt, dass sowohl der Fallmanager beim Jobcenter als auch der Sachbearbeiter bei der Agentur für Arbeit einen Gutschein geben kann. Früher war das ausschließlich für Coaching, für Bewerbung gedacht. Heute aber, seit vielen Jahren inzwischen, ist es auch möglich, für eine Vorgründungsberatung einen Gutschein zu bekommen. Unter diesem Gutschein wird üblicherweise ein Kontingent von 60 bis 80 Beratungs- oder Unterrichtseinheiten zur Verfügung gestellt. Eine Unterrichtseinheit geht über 45 Minuten, also zwei Unterrichtseinheiten sind 1,5 Stunden Beratung. Und der einfachste Weg, keinen Gutschein zu bekommen, also eine Ablehnung zu bekommen, ist, dass du zu deinem Fallmanager oder zu deinem Sachbearbeiter gehst und mündlich fragst, ob du eventuell einen Gutschein bekommen könntest. Die mündliche Antragstellung ist so ziemlich das Schlimmste, was du in der Interaktion mit einer Behörde machen kannst. Denn der Sachbearbeiter kann einfach mündlich Nein sagen und du hast keine Rechtsgrundlage, du hast kein Beweismittel und du hast auch keine Möglichkeit, dagegen Widerspruch einzulegen. Damit dein Erfolg auf Antragstellung auch gelingt, solltest du zwei Sachen beachten. Als ersten Punkt ist, dass du ein Recht auf Antragstellung hast. Das bedeutet, kein Sachbearbeiter, kein Jobcenter, kein Behördenmitarbeiter der Welt kann es dir verbieten, einen Antrag zu stellen. Denn die Mittel gehören ja nicht dem Sachbearbeiter oder dem Fallmanager, sondern hat dein Nachbar, dein Mitbewohner, dein Kollege oder irgendein anderer Mensch in unserem sozialen System einbezahlt mittels Steuern. Und diese Steuern werden nun zurückerstattet an diejenigen, die im Moment mehr Hilfe brauchen als andere. Das heißt, sieh dein Amt, sieh dein Jobcenter, Mitarbeiter, Fallmanager eher als vorübergehender Verwalter von Steuermitteln. Und vielleicht hast du die letzten 10, 20, 30 Jahre auch schon einige Tausend oder Zigtausend an Steuern einbezahlt. Der zweite Punkt, den du jetzt beachten solltest, ist, dass du deinen Antrag schriftlich stellst. Also übe dein Recht auf Antragstellung immer schriftlich aus, denn damit zwingst du deinem Sachbearbeiter auch schriftlich Stellung zu nehmen. Und jetzt wird es ein wenig schwieriger für den Sachbearbeiter oder für den Fallmanager, denn dein schriftlicher Antrag muss auch schriftlich beantwortet werden, und zwar mit einer Begründung für die Entscheidung, die getroffen worden ist. Es gibt also immer einen Ermessensspielraum beim Sachbearbeiter, am Fallmanager, und die Ausübung des Spielraums in Richtung Ja oder Nein muss begründet werden und diese Begründung wiederum ist anfechtbar. Am besten funktioniert es also, wenn du dein Recht auf Antragstellung immer ausübst, schriftlich ausübst und klar auch ein gewisses Know-how mit an den Tag bringst. Deshalb empfehle ich dir, diesen Paragraphen nicht nur mal zu lesen und vielleicht auch mitzunehmen und vielleicht nur den Antrag auch schon schriftlich ausgefüllt dabei zu haben, sondern auch schon dich sachkundig gemacht zu haben, welche Maßnahme du nutzen willst. Denn der Sachbearbeiter und Fallmanager darf nicht irgendeinem Berater, Coach oder irgendeinem Unternehmen den Gutschein verwerten lassen, sondern es müssen speziell zertifizierte Unternehmen sein. Die brauchen nach dem Gesetz AZAV eine Zertifizierung als Bildungsträger, mit dem sie bundesweit in der Lage sind, solche Gutscheine abarbeiten zu dürfen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist am größten, wenn du deinen Antrag nicht nur schriftlich stellst, sondern auch einen Bildungsträger benennst und auch die Bildungsmaßnahme mit der entsprechenden Maßnahmennummer, wie zum Beispiel 955 16121, dort niederschreibst. Dann schaut nämlich der Sachbearbeiter oder der Fallmanager in seiner Datenbank nach, findet diese Maßnahme und muss jetzt genau überlegen, warum er nicht bewilligen soll. Ein Grund, weshalb der Sachbearbeiter oder Fallmanager nicht bewilligt, ist die Tatsache, dass viele Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, dass beispielsweise viele Unternehmen gerade dich suchen. Und das gilt es natürlich auch auszuschließen oder zumindest zu beweisen, dass das nicht der Fall ist. Wenn du also noch einen Tick weitergehen willst, dass du diesen Gutschein und später auch deine Fördermittel für deine Existenzgründung bekommst, dann weise auch nach, dass du dich versucht hast zu bewerben mit fertigen Bewerbungsunterlagen und dass du Absagen bekommen hast.
Und wenn du zu deinem schriftlichen Antrag auf diesen AVGS, also Beratungsgutschein, noch die nachgewiesenen Absagen von deinen vergeblichen Bewerbungsversuchen mit beilegst, dann gibt es kaum noch einen Grund für den Sachbearbeiter Nein zu sagen. Natürlich macht es auch Sinn, sich ein wenig in die Welt des Sachbearbeiters beim Arbeitsamt oder des Fallmanagers beim Jobcenter hineinzusetzen. In der Regel ist es so, sie haben eine Liste und sie werden danach bewertet, dass erstens die Liste immer kürzer wird und dass die Verweildauer von dir oder von anderen Personen, die vorübergehend in der Arbeitslosigkeit sind, möglichst kurz ist. Das heißt, sie wollen die Liste kurz haben und die Personen, die drauf sind, möglichst schnell wieder raus. Und natürlich ist es aus der Sicht des Fallmanagers und des Sachbearbeiters sicherer, dich wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückvermitteln. Denn die Risikoquote, dass du wieder aufhörst, ist geringer als bei einer Selbstständigkeit. Und zweitens zahlst du noch wertvolle Sozialversicherungsbeiträge ein. Natürlich solltest du auch immer beachten, dass die Sachbearbeiter und Fallmanager wenig Verständnis für dein Vorhaben, weil sie selbst nun mal Angestellte und keine Unternehmer oder Selbstständige sind. Und das solltest du bei deiner Antragstellung vielleicht auch berücksichtigen und eine schon plausible Lösung abzubilden, dass dein Geschäftsmodell nicht nur ein Hirngespinst ist, sondern dass du konkrete Vorstellungen hast, dass du deine Zielgruppe kennst, das Produkt, die Dienstleistung fertig ist, dass du auch schon Gedanken machst, hast über mögliche Förderprogramme und dass du dein Beratungsunternehmen und einen Berater vielleicht schon ausgesucht hast und dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass deine Existenzgründung ein Erfolg wird. Wie du also siehst, ist die Antragstellung keine reine Glückssache, sondern vielmehr eine Fleißsache. Nämlich erstmal zu lernen, das Gesetzgebiet, um mindestens genauso viel oder mehr zu wissen als der Sachbearbeiter. Zweitens dann auch dich auf die Suche zu machen nach einem Bildungsträger, der vielleicht auch überregional und auch digital arbeitet, wie die X-Group, mit dieser Maßnahme. Und dann sich auch hinzusetzen und den Antrag schriftlich zu formulieren und zu begründen. Und dann an diesen Antrag einfach noch einen Anhang ranpacken, dass du sagst, das sind meine Bewerbungsunterlagen, 1, 2, 3, 4, das sind meine Listen von Bewerbungsversuchen, das sind meine Absagen und hier übrigens ist mein Business-Konzept schon mal als Konzentrat aufgestellt und hier finden Sie die Gründe, weshalb ich genau dieses Beratungsunternehmen brauche. Wenn du so dich vorbereitest und der Sachbearbeiter immer noch ablehnt, dann kannst du mit diesen ganzen Unterlagen einfach eine Tür weitergehen zum Teamleader und ihm alles auf den Tisch legen und ihn danach fragen, wie und was genau die Grundlage für die Ermessensausübung des Sachbearbeiters war und ob du jetzt zum Geschäftsführer gehen solltest oder ob es sich die Möglichkeit gibt, ein AVGS zu erhalten. Es gibt auch gute Beispiele. Uns sind also Jobcenter und Arbeitsagenturen bekannt, die sogar 3, 4 oder 5 AVGS hintereinander ausgestellt haben über jeweils 60, 70 oder 80 Unterrichtseinheiten. Das geht aber natürlich nur dann, wenn du als Antragsteller mit deinem Unternehmen, mit deiner Idee auch wirklich motiviert bist und überzeugst. Das heißt, dass du dir Gedanken machst und den Sachbearbeiter persönlich überzeugst auf die Tragfähigkeit und Plausibilität deines Geschäftskonzepts. Und was ist dafür die Ursache? Nun, dieses Budget, was die Arbeitsagenturen Jobcenter haben, wird dazu eingesetzt, die Menschen aus der Liste zu bekommen, um möglichst eine kurze Verweildauer zu ermöglichen. Das bedeutet, wenn du möglichst schnell dich erfolgreich selbstständig machst, bist du raus aus dem Unterstützungskonzept. Und dafür nehmen die Agenturen und die Jobcenter gerne Geld in die Hand, um dich zu unterstützen. Gerne kannst du auch Gebrauch machen von so einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater helfen und begleiten dich bundesweit über Videokonferenzen dabei, diese Gutscheine nicht nur umzusetzen, sondern dein Geschäftsmodell auf eine wirklich solide Basis zu stellen, damit du dann nicht nur Break-Even erreichst, sondern auch die Tragfähigkeit erreichst. Und das ist die Voraussetzung für die Subvention durch den Staat. Dein nächster Schritt ist also jetzt nicht nur das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, sondern deinen Antrag schriftlich zu stellen. Und gerne stehen wir an deiner Seite, um dich bei der gesamten Gründung bis zur Tragfähigkeit auch zu begleiten, damit dein Gründungskonzept auch einen nachhaltigen Erfolg bringen wird. Dein Daniel Schäfer.